wir bauen uns ein neues Rad und gehen dann zu den Schutztürmen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, wenn das neue Rad noch ein bisschen dauert, dann gehen wir halt nochmal durch Sepamero, ne? Mit unserer coolen neuen außergewöhnlichen Rüstung, die wir uns hergestellt haben. Für die YouTube-Zuschauer an dieser Stelle, bitteschön. So. Dann schauen wir uns halt da nochmal um. Wenn es denn unbedingt sein muss, gucken wir hier nochmal. So, seid ihr noch sauer? Nein, oder? Ihr seid nicht mehr sauer. Nein, wir sind wieder alle, Freunde, oder? Oh, der eine nicht. Okay. Bertram, komm, wir gehen mal kurz ein bisschen nach draußen. Da greifen zu viele an. So, jetzt Berti. Jetzt darfst du gleich zuhauen. Und du, lass Bertram in Ruhe. Ich glaube, Takt. Niemand greift ungestraft Bertram an. Bertram? Ah, okay, Bertram. Ist okay, Bertram. Gönn dir. Viel Spaß, Bertram. Bertram, ich gehe jetzt gleich ohne dich. Ich wollte ohne ihn gehen, ich schwör's. Ich kann doch meinen kleinen Berti nicht einfach zurücklassen. Ist genauso kratzbürstig wie Willi. Willi ist heute auch kratzbürstig, aber Bertram ist noch schlimmer. Tag. Ach, der Bogenschütze. Ja, winkt noch schön. Macht nochmal Winke, Winke und dann, macht er Sterbe, Sterbe. Hoffentlich. Ja, Entschuldigung, der... Fliegen Sie! Komm. Kurz mal regenerieren ein bisschen. Durch, Bertram. Ah, Berti, Berti macht das locker, ne? Au. Ja, komm, wie... Wie krass willst du denn noch herumteleportieren, du Dreckstepp? Wer weiß, was du denen zum Fressen gibst. Qualitätsfisch gebe ich den Viechern. Wer weiß, was die hier zum Fressen bekommen haben. In Sepamero.
Mann, Mann, Mann. Ich wollte nur ganz friedlich hier farmen. Und Menschen töten. Und dann sowas. Verdammt, jetzt ist mir auch noch das Heilzeug ausgegangen. Ich wollte eigentlich nur eine Tänzerin haben. Damit wir in die namenlose Stadt gehen können. Ich meine, hier hätten wir drei Tänzer, aber die sind erstens hässlich. Und zweitens zu dritt. Hey, hast du ein Problem damit, wenn ich die verprügel? Conan, bist du mir sauer, wenn ich die verhaue? Ich würde gerne die Tür hier zumachen. Er hat ein Problem damit. Ich frage ihn mal freundlich. Oh. Oho. Ja, wenn wir den dann zufällig oder versehentlich treffen, weißt du? Ich weiß ja nicht. Der hat drei Totenköpfe, der gute Conan. Ich glaube, er ist echt sauer, weil er ist nur wegen den Tänzerinnen hierher gekommen. Ich weiß, früher hatte er, glaube ich, kein Problem damit. Aber ob er jetzt vielleicht ein Problem hat, er hat einen Lebensbalken immerhin. Wir könnten... Ah, das ist ein Einsertänzer, ey. Das ist halt echt schäbig, so ein Einsertänzer. Weißt du, da will ich ja gar keinen Tänzer. Da nehme ich lieber gar keinen Tänzer als einen Einsertänzer. Pass mal auf, ich glaube, wir räumen mal hier draußen ein bisschen auf. Mann, was macht denn der scheiß Bär? Anstatt dass er die Leute hier angreift, die bei mir stehen, rennt er sonst wohin und verprügelt andere. Wo ist er eigentlich jetzt, der blöde Bär? Gottverdammtes Bärenvieh. Hi. Ziehen wir uns mal ein bisschen hier zurück. Ja, würdest du jetzt, anstatt zuzuschauen, vielleicht mal mitkämpfen? Dein Moment, Bertram. Mann! Ich werde hier noch sauer. Mal ein bisschen recken hier. Habe ich euch. Berti, das war knapp, du. Heiligste. Berti, bleibst du da? Kst. Nein, Berti! Der hat doch gar nichts getan, Berti. Der hat dir doch nichts getan, Berti Lee. Oh, warte. Wir müssen jetzt weg mit Bertram. Ey, der tickt hier völlig aus. Der ist fast tot und tickt völlig aus. Wahnsinn. Bär auf Steroide. Ja, ich weiß nicht, was in diesem unappetitlichen Fisch drin ist. Aber es ist scheinbar irgendwas drin, was ihn extrem sauer macht. Ich weiß ja nicht was. Mann, Mann, Mann. Berti, Berti, Berti. Was ist mit dir los, ey? Ja, das können wir jetzt erstmal... Das müssen wir jetzt erstmal abbrechen hier. Mit diesem wütenden Berti, da können wir nicht mehr viel anstellen. So aggro wie der ist. Lass die Leute hier in Ruhe, Bertram. Hast du gehört?
Mit diesem Agrobär kommt man nicht mehr weit. Und ich habe auch keine Heilsachen mehr dabei. Das ist auch schlicht. Ich muss mir ein bisschen Ambrosia gleich holen. Aber gut, wir haben wieder für den Respawn gesorgt. Das ist wichtig. Das heißt, wenn wir zurückkommen, haben wir wieder die Chance auf einen Dreier-Schmied. Das wäre schon geil. Gut, Rad fertig. Das heißt, wir können aufbrechen. Mit Fisch im Gepäck ab zu den Schutztürmen. Haben wir alles sonst dabei? Ja. Gut. Endlich, endlich. Es hat ewig gedauert. Es hat ewig gedauert, aber jetzt können wir endlich loslegen. So, jetzt müssen wir nur wieder den richtigen Weg finden. Ja, wir laufen hier so zack rum und dann hier hoch. Da ist schon unser Ziel. Ach. Es wäre natürlich jetzt ein Träumchen, wenn da gleich... Wenn da gleich der Alchemist wäre. Aber der ist so selten. Vermutlich ist er nicht da. Als könnte sein. Hallo Bärchen. Nee, ich will jetzt kein Bärenjunges. Ich will jetzt dieses blöde Rad hier aufstellen. Außerdem brauchen wir keine Bärchen mehr. Wir haben genügend. Wir haben genügend Bärchen. Ein Bärchen reicht. Fürs Erste. Der hauseigene Zoo kann noch ein bisschen warten. Ein Wolf würde ich mitnehmen, wenn ich einen finde. Zufälligerweise, aber... Wann findet man schon einen Wolf? So, also hier ungefähr an dieser Stelle werden wir wieder unser Rad aufstellen. Wie immer. Just me, ich habe deinen Jaguar gefunden. Er ist genau hier. Er tötet gerade ein Wildschwein. Hi, na, alles fit bei dir? Sie sucht den ganzen Stream über ihren Jaguar und wer findet ihn? Ich. Eigentlich müsste ich ihn mir jetzt holen, ne? Ich habe aber keine Erlaubnis, mit ihm zu interagieren. Los, paart euch. Zeugt neue mächtige Tierchen. Auf geht's. Na los. Los, komm, ran an den Speck. Ja, dann lass es halt. Ja, just me, echt mal. Jetzt zieh mal bitte deine Tierchen besser. Wenn die dir ständig abhauen. Oder gib denen besseres Futter oder so. Kann ja wohl nicht angehen. Ich glaube, er hat mich ganz traurig angesehen, dein Jaguar. So, dann müssen wir noch auf Wilhelm warten. Wilhelm, altes Haus, da bist du ja. So, gib mal das schöne Rad der Schmerzen her. So. Der gute alte Wilhelm. Die jammern jetzt schon und dabei sind noch gar keine drauf. So. Gut, Wilhelm, dann wollen wir mal, oder? Wollen wir mal ein bisschen nicht töten, farmen. Töten können wir ein andermal. Oh, da kommt gleich einer. Pass auf, Wilhelm. Ein Unterhalter. Das ist ein Einser-Unterhalter. Oho, da schießt einer runter. Hey, ich überlege gerade, ob ich mir den hole. Ich meine, es ist nicht viel, aber... Aua! Die Drecksäcke! Mit ihren Kackdolchen! Nee, Wilhelm, aus! So, rein damit. Wilhelm, ist ja gut jetzt. Chill doch mal. Jetzt hat er sich gefangen. Tach! Hey Leute, lasst prügeln. Na, das geht ja sogar. Kann man ja sogar töten. Oh, und der Loot ist geil.
Der ist sehr erhaben, dieser Loot. Oh, ein Zweier-Eichi. Komm. Es ist besser als nix. Ah, das ist ganz schlecht. Kurz weg hier. Du bist hingefallen, junger Mann. Die Blutung muss weg. Die Blutung muss weg. Die Blutung muss weg. Wenn er stirbt, ist auch nicht so wild. Aber die Blutung muss weg. Ich will hier nicht sterben. Das ist das, was zählt. So, erstmal Regen. Ah, ich glaube, der stirbt. Ah, wobei. Er hätte sogar überlebt. Warte kurz, ich brauche mal eben hier eine Fackel. So, der lebt noch. Oder? Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Geilomat. Dann bringen wir den Kerl doch mal hin. Ich meine, es ist besser als nix. Lieber ein Zweier-Alchemisten als gar keinen. Würde ich jetzt mal sagen an dieser Stelle. So, jetzt warten wir mal, bis wieder Tag ist. Hier sieht man sonst nichts. Und das ist ätzend.